So, hallo Leute, hier ist der Dini von Watch Illuminator. Ich grüße euch zu einer neuen Folge. Ja, heute möchte ich ein kleines Unboxing machen mit der Timex Falcon Eye aus der Q-Serie von Timex. Und ja, ich bin schon gespannt. Ich habe ja mal den Karton schon aufgepackt und hier mal das schon mal rausgeholt. Ja, hier haben wir einmal den Umkarton. Ihr seht, also hier die ist direkt jetzt hier aus England gekommen. Hier sieht man noch den Preis drauf. 159,99 englische Pfund, die ich nicht bezahlt habe. Ich habe sie nämlich im Sale gekauft. Und jetzt schauen wir uns mal das gute Stück mal an. So, wir haben hier einmal so einen stabilen, ja, ganz gut anmutenden Karton. Da ist oben drauf auch nur so, ja, so das Timex, ja, der Timex-Schriftzug hier so abgebildet. Ich nehme das gerade mal kurz weg, ein bisschen mehr Platz. Und dann einmal hier die Uhrenbox, wo das auch drauf ist. Klappen wir mal einfach auf. So, da ist das gute Stück. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Also, ja, macht einen guten Eindruck. Und hier im Deckel haben wir auch, ich halte das mal gerade so fest, haben wir auch Timex-Geschichte. Ja, haben wir ein bisschen was drinstehen. Wie und woher und so weiter die kommt. Ja. Jahrgang 78, ist leider nicht ganz mein Jahrgang. Ja. Da fehlt noch ein Jahr. Ja, dann schauen wir uns mal das gute Stück mal näher an. Ach ja, kurz bevor ich starte, die nehme ich schon fast vergessen, machen wir einen kurzen Wristwatch-Check. Ich habe heute die Seiko SNN 235 am Handgelenk. Mit einem ja, nicht originalen ja, Armband, wie man sieht. Und ja, auch schönes Öhrchen, wo ich bestimmt auch mal ein Video drüber machen werde. So, weiter mit der Falcon Eye. So, ja. Schaue ich mir gleich näher an. Ich gucke noch mal ganz kurz in die Box rein, was sich noch hier unter dem Boden verbirgt. Ja, viel kann es nicht sein. Wir haben hier noch die Betriebsanleitung. Und ja, das war's. Und diesen Pappeinsatz oder so. So, ah, jetzt merke ich gerade, die passt ja auch gar nicht so richtig rein. Ja, also ich sehe, schaut mal, das ist ja einfach schlichtweg zu kurz hier, das Fach. Okay, kann man machen, aber dann wird es halt scheiße. Okay, packen wir die weg, ist ja nicht so schlimm, solange die Uhr in Ordnung ist. Dann passt das ja. So, dann entferne ich mal kurz das Plastikgeraffel hier. So. Ne? Einmal rum. So, auch weg mit dir. Und hier haben wir noch eine Folie auf dem Ziffernblatt. Die mache ich jetzt auch mal kurz weg. Ja. Schlau, ne? Also wenn man Handschuhe anhat, ist das wohl nicht ganz so einfach, ne? Offensichtlich. Gibt es das denn auch jetzt? An die hatte ich nämlich jetzt gar nicht gedacht hier. An die Folie. So, aber es geht schon. So. Ich habe die Handschuhe auch nur deshalb an, weil einfach der Kontrast von den Uhren, wenn man das auf so einer neutralen Fläche eben hat, viel besser ist. Und außerdem kommt auch keine so Fett dabei hin. Nicht, weil die Uhr jetzt 2 Millionen Euro kostet, einfach, weil man es dann besser, ja, einfach besser erkennen kann. Wenn das alles hier schon fett gedappt ist, ja, seht ihr eben die Oberfläche nicht so schön. Okay, so. Ja, sieht wirklich nicht übel aus. So, der erste Eindruck ist wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich muss noch eins erwähnen, das ist meine allererste 38 mm Uhr. Also ich habe vorher noch nie eine besessen oder eine, geschweige denn auch anprobiert oder so. Also bei mir geht es erst bei 40 mm los vom Durchmesser her. Und ja, das ist eben meine erste 38 mm Uhr. Und warum ich mich das getraut habe, hat eigentlich nur folgenden Grund. Ich habe von einem YouTube-Kollegen ein Video gesehen. Der hat die Seiko SKX mit der verglichen und die daneben gelegt. Und da war ich mir dann ziemlich sicher, das muss hinhauen. Ja, die müsste dir passen. Ja, oder müsste an dein Handgelenk ja, eben
ja, müsste an deinem Handgelenk eben gut aussehen, habe ich mir gesagt. Ja, und ich habe auch mal zu diesem Zweck auch eine Seiko SKX eben auch hier am Start. Vielleicht hilft das euch nämlich auch, wie das eben mir auch geholfen hat, um das abzuschätzen. Ja, wenn ihr keine habt, eine SKX, vielleicht habt ihr eben aus der neuen Serie von, ich sage jetzt mal die neuen SKX-Uhren eine, ja, ist ja genau baugleich vom Gehäuse, oder ihr kennt jemanden, der die hat, um das eben besser vergleichen zu können. Also wenn ihr, na, ich tue das mal so direkt ganz nah ran, so, wenn ihr mal seht, so ein Riesenunterschied ist da gar nicht zwischen den beiden. Na, also das ist schon sehr ähnlich. Ne? Also vom Tragen her, ne, müsste das gut hinhauen. Ich habe nämlich auch hier gerade die Folie dran gelassen. Ich habe die noch gar nicht umgedreht so richtig. Ne? Also hier seht ihr dann auch diesen Boden mit dem Batteriefach, wie man das von den Swatch-Uhren her auch kennt. Da kann man mit einer Münze dann rein und ganz einfach eben ja, diesen Batteriefachdeckel öffnen, ohne dass man eben den Gehäuseboden abnehmen muss. Finde ich auch nicht schlecht. So. Ich würde mal sagen, ich lege die mal, weil die Folie jetzt noch geschickt drauf ist auf der, einfach mal kurz die Timex auf die Seiko drauf und dann könnt ihr nämlich sehen, so sehr weichen die gar nicht ab. Ja, schaut mal her. So. Ja, hier ist jetzt noch die Krone, das ist auch dieser Batterieschutz noch hier so dran, ja, an der Krone bei der Timex. Ne, deshalb guckt die Krone noch ein bisschen weiter raus, den könnt ihr ja gleich mal rausmachen. Aber ihr seht, das ist relativ ähnlich. Hier die Flanken gucken so ein bisschen raus hier unten, ne, bei der, was immer das erkennen kann, ja, bei der Seiko, aber das ist gar nicht so sehr viel. Daher war ich mir dann auch ziemlich sicher, dass das eben hinhaut mit der Uhr, weil die mir recht gut gefällt. So, jetzt nehme ich mal diesen Batterieschutz da mal kurz runter. So, mal schnell wegpulen das Ganze. So, schnell habt ihr hoffentlich jetzt nicht gehört, das Wort. Das dauert vielleicht kurz ein Momentchen. Augenblick. Ah, wisst ihr was, ich muss die mal kurz runternehmen, dann ist leichter. So, Moment. Na, das wird ja wohl noch irgendwie gehen, weil ich habe jetzt echt keine Lust, die Handschuhe auszuziehen. So. Gewonnen. So, und da sieht man auch die Krone schon mal, also im so ausgezogenen Zustand. Ne? Genau, ich drücke die gerade mal rein und hoffentlich ja, tickt sie dann auch los. Ja, sieht gut aus. Okay, wunderbar. Jetzt lege ich die gerade mal nochmal auf die SKX drauf, eben mit der eingedrückten Krone, ne, sozusagen. Und dann seht ihr, so. Ja, das weicht gar nicht mal so sehr ab. Ne? Ich nehme mal kurz die Hand weg. Also so viel ist da nicht ein Unterschied. Ne? Also das heißt, Leute mit einem Handgelenk, wie ich das jetzt habe, mit 17,5 cm, sollten die theoretisch also problemlos tragen können, ohne dass es doof aussieht. Ich werde die auch gleich mal jetzt ja, am besten mal kurz drüber legen und dann gehe ich auf die Uhr mal näher ein und zeige ich euch die auch noch mal genauer. So, aber ich muss mal kurz die Spannung hier echt rausnehmen, weil ich bin ja dann auch neugierig, wie die dann aussieht. So, also ich muss sagen, ich mache das mal so ein bisschen weg. Na? Also sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, natürlich ein Ticken kleiner, wie ich es gewöhnt bin, muss ich zugeben. Aber ich finde die jetzt auch nicht zu klein. Ich finde die angenehm. Finde ich wirklich gut. Also da bin ich jetzt auch wirklich froh drüber, weil das hätte mich schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich mag die Uhr ganz arg jetzt schon. Also als ich sie schon gesehen habe, habe ich gedacht, ja, die musst du haben, die sieht echt gut aus. Ja, also gefällt mir persönlich sehr gut. So, man hat hier auch noch die Schließe übrigens, die ich euch auch noch zeigen möchte. So, mal wieder anziehen hier. Und zwar, die lässt sich einfach, wenn man die löst, lässt sich verschieben, dann hier entlang vom Band. Eben bis zu einem gewissen Punkt, wo es eben hier oben dann auch dicker wird.
Das Band selber kurz, so wie sich das anfühlt, ne? Also man sieht, das passt sich jetzt automatisch so den Oberflächen an, ne? Also ich denke, die wird nachher auch sehr bequem sein. Also so wie ich sie jetzt auch gerade dran hatte, hatte ich auch das Gefühl, dass das hier auch wirklich schön übers Handgelenk eben drüber geht. Und ich bin jetzt zwar nicht so von der haarigen Sorte hier, aber ich denke jetzt auch die Leute, wo jetzt auch ein paar Haare mehr auf dem Arm haben, unter euch Männern, ja, vielleicht auch das ein oder andere Frauenexemplar, könnte damit jetzt nicht wirklich Probleme kriegen, was hier das Haareziehen angeht. Ne? Also ich denke, das Ziepen sollte weitgehend ausbleiben. Genau. Ja, schauen wir uns das mal an. Hier mit der Schließe wollte ich ja gerade nochmal drauf eingehen. Wenn man die jetzt hier öffnet, kann man die eben bis zum gewissen Punkt verschieben, weil hier oben wird es eben breiter, das Band, und hier unten ist es schmaler. So, der Bandanstoß selbst, also ich gehe gleich auf die Schließe nochmal ein, Bandanstoß selbst, der sollte haben 18 mm. Messe ich das gerade mal hier für euch. So, direkt nur treffen. So, Moment, das ist noch nicht ganz richtig hier die Stelle. So, sieht gut aus, 18 mm ja, hat das. Und das Band selbst hier jetzt im schmalen Bereich, kann man ja auch mal kurz messen, das hat 14,8, ja, sagen wir mal rund 15 mm. Ich lege das mal gerade hierher, das ist ein bisschen leichter mit Messen. Ja, also 15 mm hat das Band dann hier im schmalen Bereich. Und ganz unten, kann man auch nochmal gucken. Ja, also circa 15 mm sind es auf jeden Fall. Okay, gut. Gehen wir gerade nochmal auf die Schließe ein. Ich muss gerade mal schauen von der Position. Augenblick. Vielleicht passt das nämlich gerade genauso. Moment. Ich teste das gerade mal. Da sieht man auch gleich, wie tricky das ist hier. Also man muss. Naja, das ist irgendeine rutschige Angelegenheit. Ihr seht, zack, rutscht das schon gleich weg. Na, da muss man so ein bisschen, ja, hier so ein Fingerkünstler sein oder so. Ja, also man muss eben diese Haken hier, na, die mal hier, Moment, ich zeige euch die mal. So, die hier, muss man dann eben in die Schließe, also hier in diesen Steg hier, na, dann eben so also einbringen hier. So, ja. Oh, Moment, so. Ja, dann klappt die Schließe hier drüber. Und das versuche ich jetzt gerade mal. Also, teste ich mal nochmal. Mal gucken, vielleicht ist das auch gleich, wie gesagt, passend. Es fühlt sich zumindest so an. Jetzt mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Aber aufmachen muss ich sie eh, weil... Ich wollte euch da jetzt zeigen. Oh, ich habe es geschafft. Okay, und sitzt und klick, jawohl. Und die Größe passt auch noch, ja. Man muss auch mal Glück haben. Und jetzt kann man sie auch mal richtig betrachten. Ich nehme mal den Handschuh kurz dazu ab. Und dann sieht das einfach ein bisschen stimmiger für euch aus. Und man kann sich es besser vorstellen, wie es an eben am Handgelenk eben aussieht, ohne Handschuhe. Ja, ja, also... Nicht schlecht. Das macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. So, mache ich mal gerade wieder auf. So, das Abnehmen geht dann viel leichter. Aber da muss man echt aufpassen, weil die ist mega rutschig. Also das Band, das rutscht dann echt ruckzuck raus. Und ja, die Schließe, die könnt ihr ja so versetzen. Also indem ihr, jetzt muss ich mal schnell gucken, ich zähle mal nur kurz das Glied ab, dann weiß ich nämlich an welcher Stelle das war. Das hat nämlich echt gut gepasst jetzt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9, nach dem 9. Glied setzt das genau an. Okay, dann merke ich mir das. Ihr müsst nämlich, ja, um das zu versetzen, das Teil, nehme ich hier unten rein. Hier ist ein Schlitz, den könnt ihr hier erkennen. Und hier vorsichtig eben mit einem feinen Schraubenzieher, ich sag vorsichtig und schraub schon fast drüber hier,
mit dem Schraubenzieher eben vorsichtig in diese Lücke rein und dann einmal so aufhebeln. Also da ist auch richtig Spannung drauf, habe ich gerade gemerkt. Und dann könnt ihr nämlich das Teil so hin und her schieben. Also stufenlos eben bis zum gewissen Punkt. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Na. Ja, weiter geht nicht mehr. Also bis zu dem Punkt geht das. Und dann hört es auf. So, ich kann das mal kurz ausmessen für diejenigen, die überlegen, sich die vielleicht zu holen, aber sehr schmale Handgelenke haben, weil dann kann man das ja nicht enger stellen. Und darüber habe ich jetzt auch ein bisschen gelesen, beziehungsweise auch ein paar Videos gesehen, wo diese Leute eben gerade diese Probleme hatten, die kleinere, schmale Handgelenke haben. Auch Frauen dann eben. Ich messe das mal gerade eben, wie viel das ausmacht, wie viel das in etwa ist. Bis zur Schließe. So, das sind 31 mm, die wir hier haben. Und hier bleiben noch übrig so 50 mm etwa. Nochmal genauer messen. So, ja, 52,5 mm bleiben dann hier hinten übrig. Und das Band hat eine Gesamtlänge von. So, Moment, ich drehe das gerade mal um, dann sieht man das besser, denke ich. Ah, geht schlecht, dann geht das so zusammen. Also doch gerade lassen. Also hat ungefähr eine Gesamtlänge von, also hier jetzt direkt, wenn ich vom Rand jetzt nur ausgehe, von 95 stimmt nicht ganz, Augenblick. Gar nicht mal so leicht hier. Ja, 98,2 und auf der Seite bis zu den beiden Haken, die sich einhaken eben, so haben wir 92,1. Vielleicht hilft das denjenigen unter euch mit einem schmalen Handgelenk, das eben besser einzuschätzen, ob das dann Sinn macht, das Ganze. So, jetzt gucke ich gerade mal hier nochmal, dass die richtig sitzt, weil dann kann ich die dann ja nachher wieder entsprechend vernünftig tragen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das ist sogar die Stelle fast. Also hier, so, hier muss ich das dann festmachen. Und genau, und dann passt das. Dann mal schnell zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das sieht gut aus. Boah, das ist aber, ich sag's euch. Boah, da musst du drücken wie ein Ochse. Boah, also da ist eine wahnsinnige Spannung drauf hier. Also da braucht ihr echt Kraft. Mädels, also wenn ihr einen Freund habt, der das machen kann für euch oder jemand zur Not im Wohnladen oder so, weil das ist, da ist richtig, richtig viel Spannung drauf. Ne? Also das Teil kann nicht einfach so sich lösen, würde ich sagen. Okay, gut, gehen wir mal ein bisschen auf die Details der Uhr ein. Ich messe die auch gerade mal hier nochmal. Also Timex gibt an eben 38 mm. Das werde ich jetzt einfach mal gegenchecken. Und es sollte eigentlich auch die 38 rauskommen, erwartungsgemäß. Schauen wir mal. Ja, sieht gut aus, 38 mm. Und wir können auch gleich mal gucken mit Krone. Wie viel das Ganze mit Krone dann hat. Dann sind wir bei circa 40,5 mm rum. Ja. Und ganz wichtig dann auch noch hier von Horn zu Horn. Ja. An der Stelle. Einen Moment. So, da haben wir 44 mm. Aber, was mir vorhin schon aufgefallen ist, die laufen ja so schräg aus, die Hörner. Also hier sieht man das ganz gut. Und der Ansatz hier, also hier unten, ist ein, was heißt Ansatz? Ja, also der,
Übergang, das, was hier so drüber geht, also dieser innere Teil hier, dieses Innenmaß, möchte ich sagen, das ist natürlich noch deutlich schmaler. Also wenn ich jetzt mal hier, das hier so abgeflacht, ne, ich denke, warte mal, das erkennt ihr vielleicht so, wenn ich das hier so in die Kamera halte, einen Moment. Also ihr seht hier das Profil, also ist hier so abgeflacht an der Stelle. Und ich habe jetzt quasi von hier außen gerade gemessen und werde jetzt einfach mal von hier innen messen, von der Spitze bis zur anderen Seite. Versuche das relativ genau hinzukriegen. So, und versuche das. Also ich denke, das sieht ganz gut aus. Wenn ich das jetzt hier, ich drehe es einmal um, das ist ein bisschen einfacher. Wenn ich hier die Spitze nehme und die Spitze nehme, ja, dann landen wir bei, ja, Wahnsinn, 34 mm in 34. Und wenn ich jetzt hier die Kanten nehme, dann ist nur, schauen wir mal, ja, 40, 41 mm dann ungefähr. Ja. So, also hier einmal die inneren Kanten zueinander 34, die äußeren Kanten hier am Boden sind dann 41, ne? War das 41? Ja, ne? 41. Ja, 40,5 ungefähr, ja, 41. 41, ja. Und dann eben die äußeren, also ganz, ganz außen liegenden Kanten, wenn ich die dann nochmal hier, ich versuche das mal von so oben hier nochmal zu nehmen. So, dann sind wir eben bei diesen 44 mm. Ich denke, damit ja, ist euch ein bisschen geholfen bezüglich ja, der Verhältnismäßigkeiten hier. Ich messe das einfach mal noch von außen nochmal hier, das Stück vielleicht. Und wie das hier sich verhält, das hat da auch nochmal einen Eindruck. Also hier äußere Ecken. Na. Moment, warte mal schauen. Ja. Also hier so ein Mittelwert, sage ich jetzt mal 25 mm. Also wenn ich hier ansetze, also hier ungefähr in der Mitte, dann haben wir diese 25 mm dann in der Breite. So, jetzt habe ich aber alles echt durchgemessen, wie ein Wissenschaftler. Ich hoffe, das war jetzt nicht so langweilig. Ja, ansonsten, was ist noch interessant? Gehäusehöhe, ne, das ist noch interessant, wird mit 12 mm angegeben, also relativ flach bauen die Uhr. Na, klar, auch durch das Quarzwerk ist das dann auch möglich, so flach zu bauen. Ich werde das auch gerade mal gegenmessen. Wir haben jetzt hier auf der Seite, also am Boden meine ich, haben wir noch einen Batteriefachdeckel, eben der hier übersteht. Den werde ich jetzt mal nicht berücksichtigen. Deshalb messe ich genau an dem mal vorbei und möglichst mittig. So, und dann kommen wir auf, ja, Moment, ich muss das nochmal richtig hinhalten. So, kann man es dann besser ablesen dann. Moment, was dann eben dann auch stimmt. So, und wir kommen ja in etwa auf diese 12 mm, was Timex angibt. Wenn ich jetzt das hier mal mit dem Deckel zusammen messe, also ein bisschen mehr, haben wir eben 13 mm. So, ja, eine geschickte Sache auf jeden Fall hier mit dem Deckel. Ja, also kann man einfach direkt mit der Münze das Fach aufmachen, also diesen Batteriefachdeckel öffnen, ohne den, ja, Gehäuseboden eben aufmachen zu müssen. Ja, also auf jeden Fall, ja, wie gesagt, eine gute Geschichte. So, die Krone, die kann ich ja euch auch noch mal ganz kurz mal messen. Da bin ich hier in meinem Messwahn hier total für euch. Ja, haben wir, glaube, ja, knapp, meine ich, 5 mm. Ist gerade umgesprungen. 5 mm im Durchmesser bei der Krone hier. Oder für die Krone eben. So, und wir können auch mal kurz gucken, wie weit ihr raussteht. Das können wir auch noch voll machen. So, und die guckt dann hier im eingeschobenen Zustand eben mit 2,6 mm heraus. Ja, ungefähr. So. Ja.
Dann schauen wir mal, wie ist das denn hier mit der Verstellung der Uhrzeit und Co. Ich ziehe die jetzt mal ganz einmal raus, also weiter geht nicht. Hier kann ich jetzt die Uhrzeit, ja, das geht recht fluffig, recht easy, das zu drehen. Auch ziemlich, also präzise, also ich merke jetzt kein Spiel. Also wenn ich ganz leicht mich bewege, bewegt sich auch tatsächlich der Zeiger auch leicht mit. Ne? Ich halte das mal näher in die Kamera. Also ich merke, dass es im Verhältnis, also wenn ich ganz vorsichtig wenig mache, ist ganz gut abgestimmt, also es funktioniert. Es ist ein japanisches Quarzwerk drin, fragt mich nicht, wer das baut, ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, es wird was, ja, nicht so Schlechtes sein auf jeden Fall. ich hatte jetzt zumindest noch nichts Schlechtes jetzt persönlich jetzt von Timex, wo ich mich beschweren kann. Ich werde jetzt mal die eine Stufe zurückgehen mit der Krone und mal hier das Datum mal verstellen. Mal schön gucken, ob ich das hier so präzise. So. Einen Moment. Handschuhe natürlich ein bisschen schwieriger. So. Ja, das geht ganz gut. Oh, Achtung, schon den ersten Fehler. Also so rum nicht drehen. Nur nach unten zu euch drehen. Na, jetzt habe ich die schon reingeschoben wieder. Sorry. So. Warum lässt sie sich nicht drehen? Habe ich sie wahrscheinlich nicht vernünftig draußen. So, das ist die Uhrzeit. Moment. Irgendwie bin ich zu doof gerade, glaube ich. So, jetzt. Jetzt habe ich die zweite Stufe erreicht. Also, das geht ganz gut. Also, ist recht präzises, rastet auch gut ein. Kann man nichts sagen. Ja, lassen wir gerade mal stehen. Heute ist Nikolaustag. Ja, der Sonntag stimmt schon. Also das einzig Doofe jetzt hier bei der Uhr, die Tageszeit kann man nicht per Schnellverstellung verändern. Ja, das geht nicht. Also man muss jetzt die Uhr wieder zurück auf die andere Stufe, wo man die Uhrzeit verstellt. Und müsste das Ganze jetzt eben ja, so lange durchexerzieren, bis eben sich das Datum, sich verändert. Ja, also es gibt hier keine Schnellverstellung. Also hier wechselt das jetzt, seht ihr, bin ich jetzt hier nach Mitternacht, nach 1 Uhr eben. Ja. So, und jetzt hier kurz vor 4 bin ich jetzt auf dem Montag. Und das Ganze, naja, weil heute jetzt eigentlich ja Sonntag ist, muss ich jetzt ein paar Mal machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch rückwärts geht. Glaube ich jetzt eher nicht. Oh, doch, es geht. Oder? Nee. Nee, geht nicht. Eigentlich müsste jetzt der Sonntag kommen. Naja, ein Sonntag ist ja drin, aber ich weiß nicht, was ist das hier? Französisch oder was? Oder Spanisch? Keine Ahnung. Naja, aber es geht nicht. Das heißt, ich muss das ganze Ding hier so lang weiter drehen, bis der Tageswechsel dann eintritt und dann kann ich das so lassen. Also, ich bin ja froh, dass es bei Datum nicht so ist. Du musst da, wenn du Pech hast, da 31 Mal den ganzen Scheiß da machen. Ja. Und so, ja, muss ich das jetzt einmal so komplett durchmachen, das Ganze, bis einfach der Tag wieder stimmt. Weil ich weiß, weil das jetzt eine ganze Weile dauern wird, werde ich das jetzt auch gleich vorspulen. So, geschafft. Puh, also ich kann euch sagen, das nervt. Das nervt wirklich. Aber okay, man muss es nur einmal machen. Dann hält ja die Quarzbatterie mal 2-3 Jahre oder was. Und dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn man das alle 3 Jahre vielleicht mal machen muss. Dann dauert es halt mal 5 Minuten oder sowas. Oder 3 Minuten oder so, um das auf den richtigen Tag eben zu bringen. Gott sei Dank ist das, wie gesagt, mit der Datumsverstellung wesentlich einfacher. Ja, okay. Gut, ansonsten, was kann ich hier noch sagen? Ich denke, das war es eigentlich soweit. Bis auf, ja, eine Sache immer, das vergesse ich immer ganz gerne mal aus Versehen. Fast, aber nur fast. Und zwar, wie ist das denn mit der Leuchtanzeige hier von den
ja, was mit der Leuchtmasse einfach. Ne? Da, das teste ich jetzt mal. Ich nehme mal dazu kurz eine UV-Lampe und schau mal, wie das dann hier aussieht. Strahlen wir die mal hier ein bisschen. So. Und dann werde ich gleich mal das Licht ein bisschen dimmen. Beziehungsweise hier ausschalten, meine Lichtquelle hier nebenan. So, es passiert schon, glaube ich, ein bisschen was. Ich lasse gerade mal so drauf. Ich weiß auch gar nicht, warum man das hier so macht, so das Kreisen, als ob es dann mehr wird. Bisschen vielleicht, aber ich glaube, wir bringen das eh nicht. So. So, hier mal die Lichtquelle hier schon mal abschalten. Ja. Ja, viel passiert ist nicht jetzt. Gut, das ist noch ein bisschen restlich von hinten. Von meiner anderen Lampe. Ja, schlecht ist es jetzt nicht, ja, aber weltbewegend ist es auch nicht. Es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kräftiger hier. So, ich versuche das mal ein bisschen abzuschalten. Ja, also ihr seht, es ist nicht übel, aber es ist jetzt auch nicht gerade ein Seiko-Lume oder Rolex oder Omega-Lume oder so. Aber es ist okay. Das ist okay. Wie lange das hält, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich denke nicht allzu lang. Vielleicht hat man Glück und das hält so 2 Stunden oder so. Ja, also es ist ein bisschen schwach, auf jeden Fall. Kommt jetzt hier in der Kamera ein bisschen stärker rüber, als es eigentlich ist. Aber es ist jetzt nicht schlecht. Also die Zeiger irgendwie selbst, ja, also die leuchten irgendwie so gar nicht, finde ich. Das sind mehr die Punkte außen. Bringt nur nicht viel, wenn man die Zeiger eben nicht sieht. Ja, ich würde das dann nochmal kurz einmal nochmal hier volle Bombe mal auf die Zeiger halten. Vielleicht bringt das ja was. Na, mal schauen. So, also ich glaube, das, ja, mehr kann man eh nicht machen. Ich tue das jetzt mal weg. Ja, also ein bisschen hat es was gebracht. Also, sorry für den schlechten Fokus gerade. Naja, es geht, ne? Ja, ist nicht schlecht, aber besonders gut ist es auch nicht. Okay, man kann damit leben, denke ich. So, mal wieder ein bisschen mehr Licht machen. Ja, aber sonst ja, muss ich sagen, es ist ein schönes Öhrchen. Ich höre mich schon an wie der Uhrenratgeber, ja, Öhrchen. Also aber es ist wirklich ein Öhrchen, weil es 38 mm nur hat, also recht fein, ne? Fein, klein, relativ flach. Und ja, also ich bin doch ganz froh bis jetzt, dass ich sie mir gekauft habe. Eine Sache vielleicht noch, die ich nicht erwähnt hatte. Hier das Glas, das ist ein Kunststoffglas. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Hesalitglas ist oder so. Ich muss gerade mal kurz gucken. Ich habe hier gerade nebenher die Timex-Seite mal aufgerufen kurz. Also 50 Meter Wasserdichtigkeit haben wir hier stehen, genau. Schließe verstellbar, genau. Gebürstet, poliert und so weiter und so fort. Kristalllinse Acryl. Ja, einfach ein Acrylglas ist das hier. Ich habe in einem anderen Video jetzt von einem Kollegen mitgekriegt, der warnt davor, weil das wohl sehr, sehr empfindlich ist und das sehr, sehr kratzerempfindlich ist, das Ganze. Also mehr, als er das eigentlich kennt von solchen Gläsern. Ich kann das jetzt natürlich an der Stelle noch nicht beurteilen. Ich bin immer relativ pingelig mit meinen Ohren und passe auch sehr auf. Vielleicht gibt es in Zukunft mal mehr davon zu sagen, wenn ich die mal eine Weile am Handgelenk getragen habe. Aber ich denke auch zur Not, wie das eben auch bei anderen, auch bei teureren Uhren ist, wie jetzt bei einer ja, Speedmaster, ne, die wo jetzt auch noch dieses Hesalit-Glas haben, gibt es ja auch, ja, es gibt ja auch Mittelchen dafür, um dann eben feine Kratzer eben rauspolieren zu können, auch im Kunststoff. Und ich denke, ja, wenn ein paar drin sind und das ist jetzt nicht so signifikant, dann sieht sie einfach noch, ja, noch Vintage-mäßiger aus, sage ich jetzt mal. Vielleicht muss das dann so sein. Aber ja, im Großen und Ganzen
auf jeden Fall gut. Vom Preis her kann ich sagen, 179 Euro, wie sie jetzt hier auf der deutschen Webseite angeboten wird, ne, finde ich persönlich übertrieben für die Uhr. Ist zu viel, also dafür ja, würde ich jetzt kein Geld ausgeben, also nicht für 179 Euro meine ich, 179 würde ich nicht investieren. Ich habe es jetzt im Black Friday Sale vor einigen Tagen gekauft, da hat es ja nur 125 gekostet, ne? Also das konnte ich gerade noch verschmerzen. Aber ich denke, in Wirklichkeit sprechen wir hier von einer Uhr, die vielleicht, ja, bestenfalls 100 Euro vielleicht wert hat. Ja, auf dem Markt jetzt, ne? Von Produktionskosten gar nicht zu reden. Also 90 Euro vielleicht oder so bis 100. Ja, ein YouTube-Kollege meinte, er schätzt sie vielleicht auf 80 Dollar höchstens ein. Mehr ist er so einfach nicht wert. Sie ist gut gearbeitet, also es gibt da gar nichts. Ich habe jetzt auch nichts erkannt, dass man hier irgendwie ja, grobe Verarbeitungsfehler oder dass es schlecht jetzt poliert wird zum Beispiel. Das ist also wirklich gut. Das Wechselspiel hier ist wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Na. So, ja, sorry, mein Akku war gerade leer gegangen. Ich hoffe, ich habe jetzt den Übergang vernünftig. Ich sage es einfach nochmal. Ja, also von der Verarbeitung her kann ich nicht meckern. Also es ist wirklich gut gelungen soweit alles. Ja, das Wechselspiel hier gefällt mir ganz gut von den polierten Flächen. Hier zum gebürsteten Teil, also das ist ganz gut gelöst hier alles soweit. Auch hier die ich sag jetzt mal, goldfarbene Einfassung mit der goldenen Krone hier, das hebt sich schön ab. Also da kann ich nicht meckern. Das ist wirklich in Ordnung und es fühlt sich auch gut und wertig an. Also nicht irgendwie total billig oder so, na, wie man das wirklich von irgendwelchen so 5 oder 10, 15 Euro Uhren kennt oder 20 Euro Uhren kennt, so Modeuhren. Ja, selbst die sind sogar besser geworden mittlerweile. Also es ist schon gut, ja, aber es ist keine 179 Euro gut. Ja. Im Moment ist die auch momentan auch im ja, mit dem Code verfügbar. Da hat Timex jetzt noch mit dem Code Jolly, blende ich euch unten ein, Jolly20, gibt da jetzt noch 20% aktuell noch. Ich weiß nicht, wie lange da die Aktion jetzt noch geht. Einen Moment, ich gucke gerade mal kurz, ob da was dran steht. Und der Versand ist übrigens kostenlos direkt bei Timex. Alles, was über 75 Euro geht, ist dann auch kostenfrei im Versand. Dauer, da das hier jetzt aus England kommt, aus UK, ist circa, ja, das sind so 3-4 Tage ungefähr, bis das da ist. 5 Tage, also ich glaube, bei meiner waren es jetzt, ich glaube, 4 Tage, da war die da, kam mit UPS und ja, passt. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nichts ja, dazu zu sagen, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen soweit und ja, wenn ihr dann noch Fragen habt, gerne postet es mir unten einfach rein. Handgelenk, weiß ich nicht, hatte ich das vorhin jetzt erwähnt, 17,5 cm, ich glaube schon. Ich sage es zur Sicherheit nochmal, ich kann es auch gerade noch einmal anlegen. Nochmal so als Abschlussbild, ne, für euch. Also 17,5 cm habe ich und ich finde, das trägt sich ganz angenehm. Und die Schließenposition, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt, die ist dann halt, wenn man die dann so trägt, die Schließe ist dann halt nicht eben, ja, eben genau in der Mitte, sondern ein bisschen versetzt dann eben mehr zur Innenseite, also mehr zu euch hier rüber, wenn ihr die tragt. Und je enger natürlich so ein Teil ist, so ein Band ist, so irgendwas, wie man es eben hinkriegen kann, wenn man kleine Handgelenke hat oder schmale Handgelenke, dann landet die Schließe halt irgendwo, ne, irgendwo da oben dann. Ja, also nochmal so ein Stück, sage ich jetzt mal hier, und dann, ja, dann geht es auch nicht mehr weiter. Also dann hängt die irgendwo hier. Wenn ich das jetzt einmal drehe, ja, ist gerade noch im erträglichen Bereich. Ja, aber hier, ja, ist mir schon recht, dass es auch hier unten noch ist, bei mir im unteren Bereich und nicht hier schon an der Kante vom Handgelenk. Na, das ist vielleicht noch so eine Kleinigkeit. Ja, okay. Gut, ich denke, das ja, soll es gewesen sein jetzt. Ne? Ich wünsche euch was und ja, freue mich über einen Daumen nach oben natürlich und euer Abo, wenn ihr Zeit und Lust habt, ein bisschen mehr von mir zu sehen. Alles klar, bis bald und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Dimi von Watch Illuminator.
zurück.